Salima. Das Pferd ist schon 28 Jahre alt. Unglaublich. Bis heute, wieder das volle Kontrastprogramm zu gestern. Heute nämlich schon wieder fast 15 Grad warm. Zu gestern, wo man noch gefroren hat. Der tolle Frühling. Der tolle Baum. Jedes Jahr immer mit top aus. Mit seinem weißen Kleid. Ja, der Rheinland-Metalsch, Trotzberg, Kühlberg. Als die Sonne rauskommt, nach dem feuchten Tag gestern, kommt das natürlich jetzt alles raus. Ist noch Wasser drin in der Seite. Die Vögel natürlich alle aus dem Häuschen. Die Allergie meldet sich zu Wort. Nase zu, Augen fangen an zu drehen. Bleiben wir so ein Bettel, da muss man einfach raus. Die tolle Natur. Und den schönen Tag genießen. Wenn man den Urlaub von der Haustür hat. Jetzt natürlich schon unter der Woche wieder. Da du Storch vermisst. Wer weiß, vielleicht sind jetzt die Jungen doch schon geschlüpft. Ja, vielleicht werden auch nur die Eier gedreht. Ja, die Eier sind noch gedreht worden. Da wird es wieder hingesetzt. Auf eine neue Runde. Und zwar ist auch wieder mehr los. Gestern gar nichts und heute. Schon wieder einige Leute da. Eine ganz andere Ansicht, wenn die Sonne scheint. Und dann kann man es erkennen, dann nimmt das Fiasko schon seinen Anfang. Wasserhöhe 80 cm. Zu wenig. Na, und auch hier sind die Nachtigallen.
Sie bin in Otzberg wieder. Hier hinten raus nach Odenwald. Und hier hinten mir der Rheinheimer Teich. Und da die Mitte, der mittelalterliche Kreuzweg. Ja, bei Sonne sieht es doch alles ganz anders aus. Da voraus Großumstadt, Potsdam, der Wunsberg. Da hinten im Dunst die Neunkirchner Höhe und vorne dran der Vossberg, Groß Biberau. Rheinheimer Buckel. Im Rheinheimer Hügelland, im Otzberg. Schönen Wetterwolken auf der Großzimmerner Höhe. Die Kamera gesehen, da hält er natürlich an. So, Kamera macht schon ganz schön was her. Ja, die schönen Kirchen von Habitzheim. Habitzheim noch als Mitte. Das ist heute Markt. Jetzt zum Hofgut. Jetzt gehen wir aus Habitzheim schon wieder raus. Backsteinhäuser, den schönen Hofreiten. Und die Volksschule. Grundschule. Ja, der Frühling hat schon was. Die alte Scheune, der super schöne alte Baum. Da ist man schon wieder draußen. Aus Habitzheim. Die Höhen, wo vorne das Köpfchen in Zemt ist. Da vorne, das ist schon die Ortschaft Zemt. Kurz Umstadt, hab's da. Und hier muss ich auf den Weg achten. Da, was die Pferde dran angebunden haben. Ansonsten ist das ein richtig schöner. Herrlicher Frühlingstag mit Frühlingstemperaturen. Die wärmende Sonne im Rücken. No motion. Stressfrei. Einfach schön auf dem schönen Fahrrad. Habitzheim im Hintergrund. Und dann hier neben auch wieder die Grundschule von Zemt. Und der Ortsausgang Zemt. So, dann hat man den Ortsausgang Zemt, den schönen Umstadtblick. Aus Umstadt das Tor zum Odenwald.
ist denn schon mal gesagt, da oben der Binselberg mit seinen Windrädern. Und hier vorne nach der Straße der Pilgerpfad. Das römische Land. Und hier auf den Äckern haben vor 2000 Jahren die römischen Gutshöfe gestanden. Und ist dann irgendwo die Burg. Jetzt geht's gleich über die Straße drüber. Ja, jeder allein in seine Schrottkarre. Dabei wird es viel besser, wenn würden alle Fahrrad fahren. Jetzt kommt erstmal die grüne Bundeskanzlerin. Die Schrott-CDU verabschiedet sich auf nie mehr Wiedersehen. Ändert sich das alles. Da gibt es ja noch E-Mobilität, neue Fahrräder. Es wird was gemacht für Fahrradfahrer, Verkehrsinseln, wo man dann dran stranden kann. Die werden dann eliminiert. Es wird schon alles besser. Ökologisch, ökonomisch. Und schon sehen, was Neues wird beginnen. Da wird spannend sein im September. Hier ist der Pilgerpfad drüber gegangen. Oben, sehen wir hingezoomt, so vorne nach vorne gucken, da ist so die Richtung, wo der langgelaufen ist. Und hier ist dieser Bauernhof und hier vorne auf dem Feld hat man dieses keltische Schwert gefunden. Genau hier auf diesem Acker hat man es gefunden. Geschichte unter unseren Füßen. Eben, wo schon immer Leute gelebt haben. Seit Anbeginn der Zeit. Es heute immer noch sau schön ist. So, jetzt sind wir in den schönen Wald. Auf dem Altheimer Weg Richtung Altheim. Hier verbessert sich die Luft, kommt immer mehr Grün an die Bäume. Der frühe Frühling. Jedes Jahr wieder schön. Wenn ich viel Glück habe, kann ich das jetzt noch 15 Mal erleben. Dann könnte sein, dann sitzt es schon im Keller, beim 16. Mal, 17. Mal sitzt schon im Keller ein Stück Panse. Wer weiß. Ich hoffe, dass es noch lange weitergeht mit mir, dass ich das noch lange durchhalte. Mal sehen. Dann hier der Ort der inneren Einkehr. Der schöne Bildstock. Ich möchte jetzt wie immer erstmal ein Gebet sprechen. Und während ich hier stehe und bete, kommt dieser tolle Vogel geflogen. Die Seele.
Wie schön, wenn Mutter Erde ihren Gabentisch gedeckt. Die ganzen schönen Blümchen. Muss man aufpassen, dass man sie nicht platt latscht. Hier vorne mal ein Energiekreis. Ich würde schon, wenn ich hinlaufe, diese Schwingungsenergie, die das hat. Da ist die Waldamsel eben aufgeschreckt. Ja, das ist schon mal so ein Schutzpunkt für die Waldamsel. Ach, wie schön. Im Energiekreis. Wunderhübsch. Es hat ein paar Tage gedauert, bis ich den gebaut habe. Aber jetzt freue ich mich, dass ich das gemacht habe, weil der passt nämlich ganz genau hier. Wie als ob er schon immer hier sein sollte. Jetzt sind wir bald am Weg. Jetzt kommen wir gleich an der Hohen Straße vorbei. Jetzt wird die Ausschachtung gemacht und die Hohe Straße ist links davon. Sieht man jetzt schon diesen Damm? Da kommt sie her, von links. Und zieht nach rechts. Das ist die Hohe Straße, die römische Hohe Straße zum Kastell nach Stockstadt. Die kommt hier durch den Wald raus und zieht dann hier weiter. Und das ist der Weg der Hohen Straße, der Fahrradweg. Weiter geht's Richtung Altheim. Ist das nicht schön? Jedes Mal muss ich das immer wieder sagen. Ah, herrlich. Vorbei an den Behausungen der Waldmenschen. Jetzt an den Ortsrand, den Rhein nach Altheim. Kirche in Altheim. Das alte Rathaus. Dann die Chaussee nach Babehausen, Aschaffenburg, die Bursch. Jetzt war schon wieder draußen aus Altheim. Da haben wir schon immer jetzt außen im Blick. Und schwupps, jetzt werden wir immer jetzt außen. Bunten Frühlingsbüschen. So was gibt es nur im Frühling. Die putzen die Straße mehr raus. In die verblühenden Magnolien. Trotzdem noch schön. Da ist auch noch mal ein schöner Busch. Ja, normalerweise fahre ich dann hier über die Rottgauer Highway, aber heute fahre ich mal anders. Heute fahre ich mal rechts rum und guck mal, was es hier Neues zu entdecken gibt.
Vielleicht können wir ja noch ein paar Plätze der Uhren entdecken. Wer weiß. Weil was einem schon wieder auffällt hier, sind diese vielen Zwieselbäume, die da am Wald stehen. Und die sind ja immer so ein erster Hinweis, dass hier so etwas sein könnte. Also gucken wir mal, ob es hier sowas gibt. Alte Sanddünen. Da haben sich die Leute ja früher in der Steinzeit drauf niedergelassen. Es war hier alles rundherum morastisch. Und da waren die Sanddünen natürlich schon optimal, um darauf zu siedeln. Und auch manchmal, um ihre Toten zu bestatten. Das ist gleich wieder so ein toller Doppelkronenbaum. Mit seinen drei Ästen, die rausragen. Strecke, die Waldstrecke, kerzengerade, wie man sieht. Fast wie eine römische Trasse. Überall gibt es die Zwieselbäume hier. Ich bin jetzt auf dem Rottgau-Rundweg. Überzhausen aus. Überall die verbogenen Bäume im Wald zeigen an, dass hier Quellen und Wasser ist. Ich kenne es hier gar nicht. Ich bin schon so oft hier lang gefahren, also dran vorbei, aber hier war ich noch nicht. Schöne, fahrbare, gerade Strecke. Schon wieder so eine Sanddüne im Wald. Back. Alles voller Moos. Richtig schönes Ziel. Das ist eine schöne These mit diesen verbogenen Bäumen. Ich immer sage Wasserbäume und hier sieht man ja, es sind überall Brunnen. Deswegen gibt es ja auch überall diese verbogenen Bäume. Da vorne ist wieder eine. Der Zwieselbaum. Und da kommen immer noch tollere Zwieselbäume. Eine ganze Ansammlung von Zwieselbäumen hier. Mal raus an der Sandgrubengeschichte. Ah, nur reinster, feinster Sand. Spitzkickig regnet er. Wiesenfabrik. Im Reich der Sandmaschinen. Durch das ist die Steinfabrikationsfirma zwischen Barberhausen und Dudderhofen. Da sieht man sie, die Steinche, die die herstellen. In dem Schilderwirrwarr kann man sehen, wo ich jetzt gelandet bin. Und da die Baumpilze, die sich da niedergelassen haben. Wenn wir weiter Richtung Barmhausen fahren,
Isländische Start ist mir jetzt doch zu weit. Und dann fahre ich hier so lang und dann lese ich da auf dem Schild Schlotzekreuz. Was ist denn ein Schlotzekreuz? Da müssen wir doch klammern. Geht da jetzt so in den Wald rein? Da bin ich ja schon mal gespannt. Kann ich mir überhaupt nichts drunter vorstellen. Schlotzekreuz. Was ist dann das? Und wenn man dann hier lang fährt und dann kommt man an so einen Tümpel hier, so eine Sula. Und hier gibt es eine Maisdinger hingemacht hat. Und man sieht, wo ganz viel Wild unterwegs ist. Aber was auch immer ein Schlotzekreuz ist, ich sehe hier nichts. Komisch. Also, wie dem es auch immer sei, was ein Schlotzekreuz ist, weiß ich nicht. Ich habe auch nichts gefunden, weil da war einfach nichts. Aber der Name war schon interessant. Ja, es ist jetzt auf jeden Fall die Chaussee, die geht zweite Richtung Babenhausen. Wieder so ein Zwieselheim an der Seite. Auch ein Schwingungswald. So, jetzt bin ich auf der Frankfurter Straße. Ich weiß auch nicht, wo ich hinkomme. Bin jetzt ein paar Mal schon abgebogen, hin und her und her. Jetzt sind wir wieder im Sanddünengebiet, dass man da in den Bodenwellen erkennen kann. Und da können schon auch immer oben Leute drauf gesiedelt haben. Ich sehe jetzt erstmal nichts. Der sieht doch heiß aus. Der gewachsen ist. Das sind lauter Schwingungsbäume. Das ist toll. Da ist auch wieder was. Und hier sind überall diese Sanddünen. Und die Zwieselbäume. Ich finde das immer wieder gigantisch, was das Wasser mit den Bäumen macht. Wie die dann aussehen. Unglaublich. Die stehen hier in einer Linie. Auch schon wieder eine. Und da auch, das sieht man einfach. Die haben so eine ganz besondere Form, diese Zwieselbäume. Da ist wieder eine. Der ganze Wald hier ist voll mit diesen Zwieselbäumen. Und da sind sie auch wieder. Am Molkenborn. Gigantisch, wie die aussehen. Der sieht toll aus. Fast wie so Blitze. So ein ganz gigantisches Exemplar von diesen Bäumen. Und hinten dran ist auch gleich wieder eins. Da auch und hier auch.
Da kommt auch gleich wieder eine. Ich finde, die haben was, diese Bäume. Hier steht auch eine. Und hier ist eine. Und da sind auch mehrere noch. Die sind gewachsen so als ein Baum, der sich so um sich selber schlängelt. Dame. Das war früher mal ein super Heilgewächs, der Huflattich. Aber da ist ja irgendwas, ist ja irgendwie in Verruf geraten, weil irgendwas in ihm drin ist, was für die Gesundheit nicht so förderlich ist. Schöne Schwingungsplätze, die es hier gibt. Wächst überall hier. Und da der schöne Frühling. Und immer wieder tauchen noch dollere auf. Ganz junge. Da vorne sind zwei große. Schmetterlinge fliegen durch den Wald. Ja, die haben schon sowas Blitzähnliches an sich. Zwieselbäume. Im Babenhäuserwald. Und da mittendrin wieder ein Blühner. Und da wieder eine. Und vorbei an Teichen. Ist immer so lustig, wenn ich dann so durch den Wald fahre. Dann weiß ich gar nicht, wo ich rauskomme. Das ist definitiv gar nicht, wo ich bin. Ich bin zischbar kreuz und quer abgebrochen. Das mache ich mir so. Und dann weiß ich gar nicht so genau, wo ich überhaupt bin. Bin ich ja mal gespannt, wo ich jetzt hingefahren bin. Ja, das sieht aus wie ein Binselberg, muss aber nicht sein. Abenteuer Natur. Dann komme ich dann aus dem Waldrand raus und dann komme ich hier zu dieser super schönen Eiche. Die schon ein paar hundert Jahre auf dem Buckel hat. Ah, der Mond. Mond an der Eise. Da scheint er durch. Da sind die Powerbäume. Da spürt man auch, wenn man hier unter dem Fuß steht.
was die für eine Power hat, dieser alte Baum. Da sieht man die Früchte des Baumes. Ja, die hat schon ein paar hübsche Jahre auf dem Buckel. Wenn die erzählen könnte. Da oben ist der Binselberg. Da vorne ist die Kirche von Hergershausen. Sieht jedenfalls so aus. Und der Habertshausen. Weiß nicht genau. Mal sehen, wo mich dieser schöne Weg hinführen wird. Weil wissen, so wirklich tue ich es nicht. Das ist das Schöne, wenn man so ohne Ziel durch die Gegend fährt. Man kann sich so treiben lassen. Fährt einfach so durch die Gegend ohne Ziel und ohne Plan. Die Seele baumen lassen. Das hat was. Die Kamera guckt in den Himmel und ich gucke natürlich auf die Gas. Dann kann man das dann nachher angucken, wie das aussieht. Und natürlich konnte ich das auch all diejenigen angucken, die den ganzen Tag daheim bleiben mussten, weil die daheim geblieben sind. Nur so Naturfreaks wie ich, ständig unterwegs. Weg ist das Ziel. Ansonsten geht es hier endlos geradeaus. Das ist lustig, wenn man auf der Landstraße dann fährt und man weiß nicht, wohin man fährt. Der Wald hat auch hier ganz schön abgelost. Ja, jetzt sehe ich es auch. Ich fahre also auf jeden Fall jetzt mal nach Ebbetshausen. Da geht es wieder über die neu gebaute Brücke. Über die Gersprenz wieder drüber. Der Gerspritz entlang.
schöne Rotbuche. Der alte Baum, 200 Jahre, 300 Jahre alt. In Großzimmern. Und da hinten sieht man schon am Himmel, dass es dunkler aussieht. Wenn man da runter guckt, da sieht man da ganz deutlich diese dunkle Wolke. Das müsste ich halten, bitte. So, und am Ende der Tour werden es dann 55 Kilometer sein. Fast 4 Stunden hat es gedauert. War super. Die Zwieselbaumtour. Endlich wieder Frühlingstag.